So the video you will see right now is a like full walk around of the German Microsoft headquarters. And our friend and partner Karl shared everything with Katinka in that video. She's responsible at Blackboard for the workspace, the new workspace topic. And the two talked a lot about over like half an hour, a lot in German, a lot between the lines. And we decided to share everything because Karl shared so many valuable informations between the line that we said it's worth it. So there are subtitles. I know it's hard to watch it. I know sometimes the audio is not the best, but we wanted to give you the real uncutted version of that thing. Stay tuned and give us some feedback and let's discuss it, because also Microsoft is interested for feedback and they're very open. So thank you guys for sharing and have fun with the video. Servus, grüß dich, hallo. Grüß dich, morgen, so sorry. Ja, servus, grüß dich. Also das so gibt auch ein bisschen ein allgemeines Flair, wie die Räumlichkeiten bei uns so gebaut werden. Wie lange seid ihr jetzt hier drin? Ich glaube 1,5 Jahre circa. So knapp, ein bisschen über ein Jahr. Genau, hier ist jetzt zum Beispiel der typische Konferenz. Lösung, ja, ja. Was ganz nett gemacht ist, also wir haben immer diese Freibereiche draußen, also diese entsprechenden Balkone und Terrassen. Und die kannst du da nutzen, da kannst du rausgehen, das ist eine begrünte Fläche. Ja, wie wichtig ist das mit Begrünung bei euch? Ja, finde ich schon. Das ist schon sehr wichtig. Ja. Weil du einfach ein ganz anderes Flair vermitteln kannst. Wenn du aus dem Fenster guckst und du hast einfach was Grünes vor dir, dann hat es eine ganz andere Stimmung, als wenn du nur grau siehst und entsprechend halt irgendwie Beton um dich rum oder Glas. Insofern ist das ganz schön. Was auch total super ist im Sommer, wenn es schön warm ist. Abgesehen davon, dass du dort natürlich Zeit draußen verbringen kannst. Das ist wahrscheinlich noch einigermaßen kühl da im Hinterhof, ne? Ja, und wir machen es ja oft so, unsere Küche hat einen Service eingerichtet, sodass man die auch bestellen kann und dann grillen die abends für uns und so. Ach cool. Und dann kannst du halt machst halt über der Kostenstelle ein bisschen einen Aufwand, aber dann triffst du halt mit deinem Team ab und an noch abends auf ein Bier und ein bisschen zum Grillen. Soll ich mal ganz kurz vielleicht einen typischen Meetingraum. Und die Meetingräume sind logischerweise immer entsprechend ausgestattet. Licht geht an. Alles geht an, alles mit modernster Technologie ausgestaltet. Ja. Wir haben natürlich auch entsprechendes Raumbuchungsprogramm, das auch automatisch erkennt, ob die Räume dann auch benutzt werden. Wenn die nicht benutzt werden, werden sie wieder freigegeben. Okay. Also das ist alles ja natürlich mit einem Smart Office Modell oder Smart Living Modell letztendlich versehen. Ja. Wir nutzen dafür unsere eigene Technologie. Ja. Wir haben auch tatsächlich ein eigenes Team bei Microsoft, das sich um diese Office-Ausstattungen kümmert. Mhm. Nicht nur die Ausstattung, sondern tatsächlich auch die technologische Ausstattung. Ja, ja klar, das sind natürlich zwei Sachen, die da eng ineinander greifen. Was das halt ist, das ist so ein Surface Hub zum Beispiel, ist ja viel mehr als wie nur eine reine, ich sag jetzt mal, Schreiboberfläche oder Videooberfläche, sondern das ist ja auch von der Hol mich ab, als ob ich ein dreijähriges Kind wäre. Genau, das ist grundsätzlich, also das kannst du betrachten wie einen kompletten Laptop, mit dem du interagieren und frei arbeiten kannst. Das heißt, du kannst in dem Moment, wo du den als Whiteboard nutzt, natürlich aber auch entsprechende Sharing-Modelle aufsetzen und kannst gleichzeitig mit anderen Leuten kollaborieren, du kannst Teams aufmachen, du kannst im Prinzip dich mit anderen connecten, während du am Whiteboard gemeinsam arbeitest, während gleichzeitig nur die Videokonferenz läuft. Das heißt, das ist viel, viel mehr als wie nur die Tatsache, dass du auf dem Ding halt irgendwie schreiben oder malen kannst. Oder präsentieren kannst. Sondern das ist tatsächlich auch ein interaktives Kollaborationstool. Und deswegen ist das für uns also eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass du diese Technologie einfach verwendest. Und egal für was du es halt verwendest, kannst du es entsprechend halt irgendwie auch nutzen. Sound ist ja natürlich ein ganz wesentliches Thema. Ja, du klar. Du brauchst natürlich eine Wohlfühlung. Schluck das raus. Du brauchst natürlich eine Wohlfühlumgebung. Ja, also im Moment, wo du natürlich einen Hall hast oder das unangenehm ist, ist es sowohl für die Videoqualität und Soundqualität am Bild schlecht. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich innerhalb eines Raumes, ich glaube, der Fachbegriff ist irgendwie trocken. Je trockener als ein Raum ist, desto angenehmer. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so viel Schallschutz hier drin braucht, weil der Raum ja relativ klein ist und der Boden, würde ich denken, auch schon viel schluckt.
Aber das ist, ja. Das wird alles irgendwie gemessen und austariert und da gibt es bestimmte Richtwerte, denen man da entsprechen möchte. Und entsprechend sind die Dinge aufgehängt. Security ist uns natürlich eigentlich auch im Grund liegen. Man braucht alle größeren Durchgänge, haben wir entsprechende Security-Devices, um uns auch zu patchen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Grundprinzip von der Aula da unten ja offenes Space ist. Das heißt, du kannst theoretisch rein. Du kannst immer rein. Und du ja auch als nicht Microsoftie Kaffee trinken. Du kannst als externe unsere Cafeteria und unsere Kantine benutzen. Mhm. Und damit sind wir nämlich automatisch schon mal ein bisschen offener und müssen dafür natürlich sorgen, dass wir aber auch sicher bleiben. Das sind auch interaktive Wände. Also wenn du dort reinkommst, lässt du unten ein Foto von dir machen, dann kommt das Foto. Die werden halt unterschiedlich verwendet, diese Billboards. Du hast halt dann oft mehr Zahlen drauf oder irgendwelche Announcements, die wir halt machen oder die weltweit dort stattfinden. Gibt es ganz unterschiedliche Verwendungszwecke für die Dinger. Was sind so die Rückzugsortkonzepte? Du sagtest vorhin, also war das ein Scherz, dass es Meditation Room gibt oder Yoga Room oder gibt es Orte, wo das gibt? Ja, haben wir. Also wir haben ein relativ großes Fitnessstudio dabei, einen Personal Trainer, der uns entsprechende Services anbietet, wo du von Yogakursen bis Individualkursen alles buchen kannst. Das ist unten im Keller, das sind zwei unterschiedlich große Räume, wir haben eine Sauna mit dabei. Also wir versuchen auch das ganze Thema, die Bewegung der Leute und die Sportlichkeit der Leute und die Gesundheit der Leute dazu führen. Ja. Ist ja klar. Also eigentlich musst du das Gebäude gar nicht mehr verlassen, du hast komplett dein Work-Life geblendet eigentlich. Was ich nicht möchte, ist, dass man das so einordnet, so dir wird alles abgenommen, du kannst dich voll auf die Arbeit konzentrieren und alles andere blendest aus und bist nur noch irgendwie 24x7 in deiner Umgebung, wo du sektenhaft irgendwie deiner Mission nachläufst. Ja. Das ist überhaupt nicht die Idee. Die Idee ist tatsächlich, weil Arbeit so einen großen Einfluss auf uns hat, diese beiden Dinge, privates Leben und berufliches Leben, so intelligent zu integrieren und miteinander zu verbinden, dass die Leute einfach Spaß haben dabei, positives Gefühl und ein positives Grundgefühl haben. Ja. Und ob du jetzt hier unseren Wäscheservice nutzt und deine Hemden hier zum Wäscheservice bringst oder ob du heute Abend rausfährst und zu deiner Reinigung des Vertrauens fährst, ist uns in dem Sinn ja egal. Wir forcen ja niemand oder wir versuchen ja niemand davon zu überzeugen, dass wir es hier machen. Es ist ein Angebot, es ist eine Option. Viele Dinge abgenommen zu bekommen, die halt sonst irgendwie nervig sind oder die dich stressen. Und wenn du heute dran denkst, du bist Mutter und hast Kinder und möchtest aber gleichzeitig wieder arbeiten, dann ist das ein wichtiges Thema, dass vieles von den Themen, die dich sonst zusätzlich... Habt ihr das integriert? Also was wir haben, ist, wir haben Kinderräume zum Beispiel, Spielräume, kann man dann vorbeigehen nachher, wo tatsächlich auch Mütter ihre Kinder auch mit in die Arbeit bringen können, wenn es mal eng ist. Die Kinder können spielen, die Mutter kann in der Parallelzeit irgendwie ihren Job nachgehen. Also solche Dinge gibt es. Wir haben jetzt noch keinen dedizierten Kindergarten, aber das war auch schon im Gespräch, ob wir sowas mal machen. Mhm. Nur das Thema ist auch wieder so, wenn es das anbietet, dann musst du es natürlich mit der maximalen Konsequenz anbieten und mit dem Service, der da dran hängt. Und durch das, dass wir eben das Homeoffice-Konzept so intensiv auch befürworten, hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, tatsächlich auch in deiner physikalischen Umgebung, wo du wohnst, deine Kinder in den Kindergarten zu bringen, weil das soziale Umfeld für die Kinder natürlich wichtig ist. Da wir haben keine festen Arbeitszeiten, bei uns kann jeder kommen, wann er will und auch wieder gehen, wann er will. Insofern ist das auch nicht irgendwie das große Thema. Mhm. Und du wirst auch nicht schief angeguckt, wenn du sagst, ich habe heute in der Früh noch meine Kinder in den Kindergarten gefahren und es war noch irgendeine Sprechstunde oder irgendwas anderes, was du machst. Das ist hier unser sogenannter Tech-Stop. Das ist eigentlich für uns ein Service. Das ganze Thema Technologie. Das Konzept hier ist relativ simpel. Du hast irgendein Thema mit dem Rechner oder mit Software oder ähnlichen Dingen, gehst hierher, patch dich kurz ein und hast dann die Möglichkeit, dass die Leute dir am Kiosk, in einem Kiosk-Mode sofort helfen. Mhm. Und damit hast du natürlich keine großen Wartezeiten. Hast mit dem Online-Thema nicht immer so einen Aufwand, bist nicht irgendwo geroutet in irgendeiner. Kommen die Leute mit Hardware oder auch tatsächlich mit, ich sag mal, also ich stelle mir jetzt vor, dass es sowas ja auch gibt, so einen mobilen Concierge-Service für zum Beispiel Trainingsthemen.
Dass man sagt, okay, schau, du kannst jetzt, hast jetzt eine halbe Stunde Flexzeit, ich gehe mal mir kurz ein Training abholen zum Thema, wie gehe ich jetzt mit Teams oder whatsoever um? Nicht physikalisch. Also was du halt hast, ist logischerweise online die ganzen Trainings, die zur Verfügung stehen. Mhm. Das ist ein guter Punkt, den du machst. Wir versuchen immer mehr, diese Trainings in kurze, sehr entertainige Themen zu packen. Mhm. Während du ja früher sehr trockene Trainingskurse hattest, Ganztageskurse in irgendwelchen Räumlichkeiten, ist es jetzt so, dass du wirklich in ganz kleinen Dosen, in regelmäßigen Dosen, aber sehr entertaining tatsächlich diese Inhalte transportierst. Und das ist teilweise, wenn du so Security-Trainings zum Beispiel hast, das ist aufgebaut wie ein Krimi und dann läuft das tatsächlich auch ab und ist dann in alle Sprachen übersetzt. Und ist wirklich, ich bin letztens wirklich überrascht geworden von so einem Security-Training, weil das fühlt sich an wie ein Film. Also du schaust dann einen Film an mit den Charaktere, Schauspieler, die das vorspielen, aber eigentlich ganz... Ja, weil es dann emotional wird und dann wird es... Dann treibst du die Emotionen und dann merkst du das ganze Thema auch und dir wird es schnell sehr transparent und muss eigentlich wirklich jeder. Musst du gut merken. Ein gutes Konzept. Ja, das ist, das ist cool. Ich finde, wir haben ja dieses Konzept von dem Walking Teacher. Mhm. Wenn Kunden eben jetzt, whatever, Office 365, of course, always eingeführt haben, dass jemand dort in den Unternehmen dann, wie auch immer lange, mit unterwegs ist und den Leuten über die Schulter schaut, aber auch so kurze Tutorials abhält mit den Leuten one-on-one. Mhm. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Status drauf an, den du hast, wenn du gerade genau sowas hast, dass du ein Change-Projekt hast, wo sowas super Sinn macht. Total cool, also keine Frage. Das ist unser Studio, unser Videostudio. Ah, MP, möchtest du hier bleiben? Da ist zumindest ein Haufen Technologie drin, die dich vielleicht interessieren könnte. Was wird hier aufgenommen bei euch? Also Grund. Ich baue jetzt für einen Podcast. Ja. Deswegen gehe ich jetzt an die Wand hier, weil die ein bisschen nicht so halt mit diesen Schaumstoffdingen. Also es ist ganz unterschiedlich. Egal ob Geschäftsleitung oder Trainingsvideos oder Announcements oder ähnliche Dinge laufen, hauptsächlich über die Videos. Was du hier siehst, ist... Im Prinzip halt einfach eine Schrankwand, wo jeder seine Sachen unterbringen kann. Jeder hat einen dedizierten Locker in seiner Anchor-Area. Du gibst im Prinzip halt einfach nur deinen Code ein, den du individuell immer vergeben kannst, jedes Mal, wenn du es auf und zu machst. Und da werden halt die persönlichen Sachen aufbewahrt von den Leuten. Also wenn du das nicht mit nach Hause nehmen möchtest, sperrst du es halt hier ein. Ja. Und da ist von null Nutzung bis hin, ich habe mein halbes Wohnzimmer da drin, alles schon gesehen worden. Auch gleichzeitig als Posteingang. Das ist zum Beispiel jetzt eine Zone, das ist Share and Discuss. Mhm. Das ist jetzt nicht vielleicht super repräsentativ wegen den komischen Umzug. Wir nennen es authentisch. Authentisch, genau. Wo die Leute halt hinkommen können und sagen, hier diskutieren wir. Hier haben wir mehr. Okay, das ist jetzt zum Beispiel, ist das jetzt deine Area? Nee, das ist jetzt die rote Area, deins ist die grüne. Okay, aber das Konzept ist dasselbe, dass du halt dass du da die Arbeit machen kannst, dass du da die Focus-Desk-Arbeit machen kannst, dass du hier so ein bisschen mehr offene Diskussion oder kurzes Meeting haben kannst. Okay. Also Classic. Genau. Ja. Ja, mein Spot, würde ich sagen. Ehrlich. Wie gesagt, das ist natürlich so ganz nett. Möglichkeiten eben an die frische Luft zu gehen. Du kannst ja zum Arbeiten raussitzen, logischerweise, wenn es mal egal ob Raucherpause, Arbeitspause oder was auch immer du machen möchtest. Okay, das ist jetzt die Green Zone. Das ist jetzt die Green Zone, das ist zum Beispiel der Bereich, in dem ich auch verankert bin. Mhm. Ihr habt überall die höhenverstellbaren Tische? Mhm. Ja. Jeder hat einen Monitor. Da jeder bei uns einen Laptop hat, ist das sowieso kein Thema. Das ist mein Home-Turf, da bin ich zum Beispiel beheimatet. Ja, du stehst dann. Steht noch kein Campingschild drauf, insofern. Aber der Heiko wird es wahrscheinlich gleich aufstellen. Ich sage, der Heiko wird gleich mein No-Camping-Schild aufstellen, wenn ich so lange unterwegs bin. No-Camping. Okay. Wir haben ja unfassbar viele befreundete Abteilungen, die uns unterstützen. Mhm. Wir nennen die STU, das ist Spezialistenteam-Unit, eine Customer Success-Unit, wir haben eine Partner-Unit, ich mit meinem Team, wir haben eine Account-Team-Unit, kümmern uns direkt als erste Schnittstelle um den Kunden. Und die ganzen Ressourcen, die sich alle um unsere Kunden kümmern, müssen natürlich ein Stück weit zusammenarbeiten und koordiniert werden, zusammengehalten.
Und das versuchen wir auch über tatsächlich physikalische Nähe. Ja, wie macht ihr das? Also ich bin Retail und hier spielt sich Retail ab. Ja. Also alle, die mit Retail zu tun haben, haben hier die Anchor-Zone und kommen auch hierher. In der zum Arbeiten, okay. Und das sind jetzt teilweise meine Mitarbeiter, das sind aber teilweise Mitarbeiter von anderen Abteilungen. Okay. Gehst du zum Beispiel auch in andere Zonen dann, wenn du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie ein anderes Thema? Nein, weil du machst immer Retail. Genau, ich bin immer Retail. Ja. Also das ist hier quasi die Retail Anchor-Zone. Ja, ja. Genau. Und wir haben die meisten unserer Abteilungen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch fokussiert auf eine bestimmte Industrie. Also wir haben schon einzelne Mitarbeiter, die bedienen mehrere Industrien. Mhm. Für die ist es rein theoretisch so, dass sie mehrere Anchor-Zones irgendwie haben könnten. Aber eigentlich ist es schon so strukturiert, dass jeder sagt, ich bin jetzt im Retail verankert und habe mit Retail zu tun. Ja. Ist aber nichts, wo ich sagen also, dass man jetzt nicht sagt, hey, wir haben jetzt hier was Geiles, wir machen jetzt hier Stopp, sondern dass man einfach so ein bisschen stay hungry, stay foolish, um einfach da weiter always keep looking, always keep searching. Genau, das ist ein kontinuierlicher Prozess ist, wo du immer ein Challenger-Mindset hast, wo du immer den Status quo hinterfragst, wo du immer versuchst, noch mehr zu erreichen. Und eigentlich dich eine zufrieden gibst mit dem entsprechenden Erreichten, sondern einfach guckst, was geht denn eigentlich noch davon. Das hat die Restgefahr ist natürlich, dass du Menschen auf dem Prozess auch ein Stück weit überforderst, weil jeder seine eigene Geschwindigkeit gehen muss im Kontext. Mhm. Du kannst das nicht verordnen, du kannst nur einladen dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir gut sind, wo wir aber auch noch permanent uns verbessern können in der Form. Permanent ein Lerner zu sein und kein Wissen. Da gibt ja diesen englischen Spruch irgendwie, from knower to learner irgendwie. Und ich glaube, das ist eigentlich unser Thema. Ja. Dass das jeder für sich verankert. So, super, danke sehr. Gerne. Das ist das Microsoft Technology Center. Alle größeren Niederlassungen, die wir haben, bieten die Möglichkeit für Kunden und für unsere internen Mitarbeiter, so ein bisschen Playgrounds zu haben, wo du neue Sachen ausprobieren kannst. Da kommt also wirklich alles her, was das Neueste ist, was wir an Technologie haben. Hier können wir auch teilweise mit Kunden rein, machen POCs, bauen mit Kunden Lösungen auf einer Pilotebene. Also wenn du dir die Möglichkeiten anguckst, die heute aus AI schon entstehen, ist schon sehr... 44 weiblich, das ist echt böse. Ja, es gibt dem noch ein bisschen Zeit. Bei mir passt es leider. Ich meißel jetzt dem System nicht gerade im Moment, aber grundsätzlich... Es ist okay, ich kann damit leben. Ich kann das Zeug relativ viel, ja. Ja. Was wird hier gebaut? Ja, da kannst du Produktionsstraßen nachbauen. Das ganze Thema IoT. Also das sind alles Sensoriken. Das ist im Maßstab natürlich klein gebaut, aber wenn du heute drüber nachdenkst... Das ist wahrscheinlich für Liebhaber, also für jeden, der Lego als Kind geliebt hat, ist es wahrscheinlich... Ist ein ganz großes Kino, ja. Ja, aber in der Tat ist es genauso. Du baust eine komplette Produktionsstraße nach mit der Sensorik und lieferst die quasi in ein sogenanntes Data Lake und aus dem Data Lake machst du die entsprechenden Analysen, was passiert gerade. Ja. Gibt ein Beispiel, jetzt keine Fabrik, aber die Lufthansa hat mit unserem Projekt, wo sie einen kompletten Flieger nachgebaut hat, wo die komplette Sensorik dieses Fliegers in ein Modell, in ein 3D-Modell geht. Das heißt, du weißt zu jedem Zeitpunkt des Betriebs, dieses Flugzeug, wie die einzelnen Teile sich gerade bewegen, wie die Abnutzung ist. Und du weißt, bevor der eigentlich schon landet oder selbst wenn er startet schon, gibt es irgendwelche Themen, wo das... Und jetzt kannst du dir vorstellen, was das für Optimierungsmöglichkeiten sind, wenn du früher gesagt hast, ein Flieger muss alle 1000 Betriebsstunden einmal auseinandergebaut werden und wieder zusammen, einfach prophylaktisch. Da wurde viel weggeschmissen, was einfach von der Grundidee her noch total intakt war in der Form. Heute geht man individueller in die Betrachtung der Einzelkomponenten und sagt, ist es noch okay oder ist es nicht okay? In welchen Grenzwerten liegt es denn im Moment? Und wenn du die Grenzwerte verschieben kannst, dann hast du am Ende des Tages einfach eine Optimierung von den Kosten und das ist natürlich für so die Flugbetriebe los. Ein Haufen Geld. Ja, sind drei Scheine, ja. Ist das denn hier mehr Showroom tatsächlich für dann Kunden oder kommen Mitarbeiter hierher und ich sag mal, lassen sich ja auch inspirieren und arbeiten? Es ist schon eher Showroom dann. Eher Showroom und Lab für unsere Kunden. Ja. Oder für die Teams, die halt an bestimmten Piloten arbeiten. Ja. Das schon.
Vielen Dank für deine Zeit. Ja, du, super gerne. Du, schön, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Hat total Spaß gemacht. Ja.